Für mich ist die Kamera ein ziemlich großer Bestandteil in meinem Leben, einfach weil ich damit all meine Videos filme und auch weil ich damit weitere Produktionen aufnehme. Und mit der Zeit habe ich natürlich auch einiges an nützlichem Zubehör angesammelt. Und in diesem Video möchte ich euch einfach mal 5 coole Zubehörteile vorstellen, die vielleicht auch etwas für euer Equipment sind. Also viel Spaß! Bevor wir aber zu den eigentlichen Gadgets kommen, möchte ich einmal kurz auf das Video auf dem Kingston YouTube-Kanal hinweisen. Einige von euch wissen ja sicherlich, dass ich da regelmäßig Videos produziere und vor kurzem habe ich ein Video hochgeladen mit einigen Tipps für bessere Fotos im Winter. Also wenn euch das interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Den Link zu dem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich nutze zwar eine Sony-Kamera, allerdings sind 2 meiner Objektive Sigma-Objektive mit einem Canon-Mount, entweder weil es eben gar keine E-Mount-Version für diese Kameras hier gab oder weil die dann deutlich teurer waren. Allerdings hat man die Möglichkeit, bei diesen Objektiven einfach mit einem Adapter die ganz leicht auch an Sony-Kameras zu verwenden. Ich persönlich benutze dafür den Sigma MC11-Adapter, der kostet zwar 250 Euro, was im Vergleich zu günstigeren Alternativen, die so bei 80 Euro anfangen, schon ein Riesenschritt ist. Allerdings bin ich auch vollkommen zufrieden. Die Verarbeitung ist super. Das heißt, wenn ich die Kamera mit dem Objektiv an dem Adapter angeschlossen habe, dann wackelt da nichts oder so. Es fühlt sich einfach alles stabil an. Der Autofokus kann im Vergleich zu günstigeren Alternativen ohne Einschränkung genutzt werden, als wäre es ein natives Objektiv. Und insgesamt merkt man einfach bei der Benutzung gar nicht, dass das Objektiv adaptiert ist. Und deswegen ist das ein Gadget, welches ich euch empfehlen kann, um eben noch mehr Objektive nutzen zu können. Um meine Videos noch angenehmer und entspannter aufnehmen zu können, benutze ich einen externen Monitor, den ich per HDMI an die Kamera angeschlossen habe und dann mit einem Kugelkopf oben auf dem Blitzschuh montiert habe. Allerdings habe ich dann vor kurzem eine noch entspanntere Möglichkeit gefunden, und zwar diesen 360-Grad schwenkbaren Kopf. Das Coole dabei ist, dass dieser super stabil ist und ich eben keine zweite Hand brauche, mit der ich die Schraube aufmache und wieder zudrehe, sondern ich nehme einfach den Monitor und kann den so dann direkt drehen und es hält alles einfach in der Position, wie ich das möchte, und es geht einfach deutlich schneller und ist eben entspannter. Und was mich richtig umgehauen hat, ist, dass dieser Mount nur 37 Euro kostet und auch noch mit einer Menge Zubehör kommt. Also wenn auch ihr einen externen Monitor an eurer Kamera habt, dann ist das ein super Gadget. Einige von euch kennen mit Sicherheit den Cage- und Zubehörhersteller Smallrig, und diese haben vor kurzem dieses kleine Toolkit hier auf den Markt gebracht, welches alle wichtigen Tools dabei hat, welche man eben als Videograf oder auch Fotograf braucht. So hat man zum Beispiel einen Teil, mit dem man problemlos Stativplatten an- und abschrauben kann. Das heißt, man muss nicht mehr extra eine Centmünze benutzen. Es passt auch so, wie ich das bisher gesehen habe, an allen Stativplatten. Dann hat man Imbusschlüssel in verschiedenen Größen und natürlich auch einen Kreuzschraubenzieher. Das heißt, im Grunde genommen ist es wie ein kleines Schweizer Taschenmesser, nur eben für Video-Equipment, und für knapp 20 Euro ist der Preis auf jeden Fall fair. Zwar nicht relevant für jede Situation, aber trotzdem ziemlich hilfreich ist dieser Dreifach-Saugnapf. Mit dem kann man problemlos seine Kamera an einer Windschutzscheibe, zum Beispiel im Auto, befestigen. Das mache ich auch ganz gerne, wenn ich mal einen Vlog aufnehme, und es hält auch echt bombenfest. Dann kann man da auch problemlos, obwohl das Ganze eben aus Kunststoff besteht, sogar eine Sony Alpha 7S mit einem großen Objektiv mounten. Also ich habe das bisher ausprobiert und hatte da noch gar keine Probleme, und selbst außen am Auto kann man diesen Mount problemlos befestigen. Man sollte natürlich nur darauf achten, dass der Lack auch sauber ist, dass eben die Saugnäpfe hier auch richtig funktionieren. Und das Krasse ist, es kostet nur 12 Euro und tut, was es soll. Also falls ihr irgendwie eure Kamera mal an Fenster oder Windschutzscheiben und so befestigen wollt und es braucht, dann ist das ein super Gadget. Als letztes habe ich noch etwas für die Equipmentpflege, und zwar Putztools. Zum einen ist das dieser Blasebalg, mit dem man einfach leichte Verschmutzungen zum Beispiel vom Sensor pusten kann. Und dann hat man dazu auch noch diesen Multipinsel, wo man zum einen hier eben diese Pinselborsten hat, mit denen man auch einfach Objektive reinigen kann oder einfach das Kameragehäuse. Und auf der Rückseite ist dann auch noch so ein kleines Filzpad, mit dem man von Objektivlinsen dann auch noch etwas hartnäckigere Verschmutzung schnell abbekommen kann. Das Ganze, das schont auch das Equipment, das heißt, man bekommt da keine Kratzer und so rein. Und es kostet nur 9 Euro. Und ich meine, sauberes und gepflegtes Equipment ist immer ziemlich wichtig.
Und das Coole ist, dass da auch noch alles mögliche weitere dabei ist, wobei die wirklich relevanten Dinge diese beiden sind. Also falls ihr das noch nicht habt, dann findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung, genauso wie alle anderen Produkte, die ich euch jetzt hier in diesem Video gezeigt habe. Also schaut bei Interesse einfach vorbei. Und sonst hoffe ich natürlich, dass ihr auch beim nächsten Video ebenfalls wieder vorbeischaut. Also bis dahin. Ciao!